ungeduldig, humorlos, mit einer dicken Brille voller Komplexität. So erwarteten wir lustlos den neuen Abiturlehrer. Unser Lehrer ist aber anders. Als Herr Ehlers mit seinem fröhlichen Lächeln reinkam, wurde uns bewusst, dass wir keine Albträume haben werden. Mit lustigen und ausdruckskräftigen Gesichtsausdrücken entspannten sie uns während die stressvollen Jahre. Sie überraschten uns mit Humor und Spaß. Ihre englischen Jokes werden wir nie vergessen. Der einzige Lehrer, der die Schule mit einem Fahrrad betritt, weil einfach Autos zu unbequem sind. Zwar gab es lustige Zeiten, aber Arbeit ist Arbeit. Das haben wir bei Ihnen gelernt. Mathe bedeutet nicht mehr nur Zahlen addieren, sondern kritisches Denken und logische, systematische Arbeit. Sie haben uns gezeigt, dass das Leben ein Kompromiss aus Ernst und Spaß ist. Sie waren für uns ein hilfsbereiter Zuhörer, ein Berater und wie ein Vater, der sich um seine Kinder kümmert. WhatsApp war unsere große Hilfe. Jederzeit waren sie erreichbar und hatten offene Ohren. Mit einem Handshake und Wertschätzung wurde jede belohnt. So ergaben sie uns Mut und Motivation. Das ist der Grund, warum wir so in Mathe topfit sind. So besagt der berühmte Spruch, der Lehrer ist so gut und so schlecht wie die Schüler. Wenn die Schüler versagen, ist der Lehrer immer schuld. Und wenn die Schüler hervorragend sind, hat der Lehrer hervorragende Arbeit gemacht. Danke, Herr Ehlers. Wir werden Sie immer vergessen.